Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man in Divi eine Full-Size-Bild machen kann. Das sieht dann so aus hier. Wenn ihr also eine Webseite betretet, dann sieht man als erstes wirklich nur das ganze Bild. Ohne Text unten, ohne dass es irgendwie in der Mitte abgeschnitten ist, sondern wirklich die erste Seite, ein volles Bild. Das kann man natürlich auch als Video machen und ich möchte euch heute jetzt mal kurz zeigen, wie man das als Bild machen kann. Denn das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ja, als erstes gehe ich jetzt einfach mal hier in mein Divi hinein. Ich gehe einfach mal zu einer Seite hin, mache eine neue Seite. Ich möchte da gleich mal von Anfang an beginnen. Test 1, dann klicke ich jetzt hier einfach mal auf Speichern. Am besten direkt auf Veröffentlichen klicken. Wenn man schnell genug ist, dann ist das kein Problem. Und sonst müsst ihr einfach die Indexierung abschalten. Ich klicke jetzt einfach mal, weil es ein bisschen einfacher ist, auf Veröffentlichen und aktiviere den Divi-Builder, wie ihr hier sehen könnt. Der wird jetzt geladen und dann gehe ich auch direkt in die Frontansicht, also hier in Build on the Frontend, damit man das wirklich sehen kann, was ich gerade mache. Ja, da muss ich natürlich als erstes Bild von Scratch auswählen. Ich möchte ja das wirklich von Anfang an machen. Dann habe ich jetzt als erstes mal einfach die Fläche oben, wie man hier sehen kann, und dann lege ich hier eine zweite Fläche an mit einem Text. Ich möchte ja, damit man das ein bisschen sieht hier, ich mache das jetzt ganz einfach ohne großes Styling oder so. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt mal ein bisschen Lorem Ipsum hinzugefügt. Das kann man erklären. Und jetzt hier oben möchte ich jetzt wirklich ein Bild hinzufügen, das man über die ganze Seite sehen kann. Und wie mache ich das? Ganz einfach, ich gehe jetzt hier hin bei diesem Section Settings, gehe ich hin und wähle hier einen Background aus. Ich nehme jetzt hier ein Foto. Ich habe da schon eines vorbereitet vom Strand, das habt ihr schon gesehen. Hier zugeschnitten, ich habe das wirklich 1920 auf 1080 gemacht. Wie immer kontrolliert, dass es vollständig ist und nicht nur zugeschnitten, verkleinert ist, also vollständig, und dann Upload und dann wäre das drin. Und wenn ich jetzt das nur anschaue, sehe ich eigentlich nur hier oben einen kleinen Zipfel vom Bild und nicht die ganze Seite. Jetzt will ich das machen und da muss ich ein bisschen mit CSS arbeiten. Also ich gehe wieder hin in die Section Settings, hier unter Advanced Custom CSS, und wenn ich da runter scrolle, habe ich Before Main Element und After Element. Und bei uns ist es jetzt wichtig, dass wir hier Main Element haben. Und als nächstes müssen wir einfach einen Befehl eingeben. Das wäre Min Height, also Mindestgröße oder Mindesthöhe, besser gesagt. Dann Doppelpunkt 100VH und fertig. Natürlich muss man das noch richtig schreiben. Und jetzt habt ihr gesehen, zack, hat es funktioniert und jetzt wäre ich eigentlich schon so weit. Wenn ihr jetzt, Achtung, wenn ihr beim Divi den Divi-Bilder verwendet habt und hier einen eigenen Titel oder eine eigene Titelzeile genommen habt, dann wird das darüber gepackt. Also das funktioniert oder sieht am besten aus, wenn ihr das in Divi-Bilder macht, damit alles zusammenpasst. Aber sonst ist das eigentlich drin. Wie ihr sehen könnt, wenn ich da runtergehe, ist es wirklich hier bündig. Na, ihr seht das jetzt nicht. Also ein bisschen kleiner. Hier seht ihr weißer Strich und wenn ich hoch scrolle, ist es drin. Jetzt kann ich das also abspeichern und dann kurz anschauen und dann seht ihr es hier schön, wie die Bilder schön zusammengeschnitten sind. Also hier seht ihr auch, es ist Full Width, also die volle Höhe, und auch hier sieht ein bisschen komisch aus jetzt. Aber ja, vertraut mir, jetzt funktioniert es. Und wenn ich das Ganze dann kurz im Frontend anschaue, ohne den Visual Builder aktiv, dann sehe ich das, ja, hier habe ich alles drin. Und wie gesagt, diese Fläche wird darüber gerechnet. Also ich müsste jetzt hier diese 2 cm runterscrollen und dann sehe ich das. Aber es funktioniert. So einfach geht es. Ihr habt jetzt gesehen, mit einem einfachen Zeilenbefehl in CSS in den Section
Seite, also in dem Main-Bereich, könnt ihr das machen. Einfach Min-Height eingeben und 100VH.com und dann funktioniert es. Natürlich, wie immer, der Befehl steht nachher auch im entsprechenden Blogbeitrag, damit ihr es nicht mehr vergesst. Auch ich vergesse dann diesen kleinen Trick nicht mehr. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal. Ich möchte ja bald meine erste Million Abonnenten haben. Träumen darf man ja ein bisschen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen, ciao.